Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz recht herzlich zum Wochenorakel. Heute mal direkt von meinem Tisch aus, weil ich so erkältet bin und so verrotzt bin und wir machen das jetzt einfach mal direkt so. Ja, es ist ja immer so, dass sich in den Karten so ein bisschen widerspiegelt, womit ich mich auch gerade beschäftige. Und im Moment wird für mich irgendwie so deutlich und klar, dass da draußen ja alles total im Umbruch ist. Und dass das Einzige, was mir sicher ist, eigentlich meine Innenwelt ist. Ich habe da jetzt noch so drüber nachgedacht. Ich habe Gott sei Dank als junges Mädchen mal eine Meditation mitgemacht. Da ging es um das innere Heiligtum. Also, dass man sich wirklich so vorstellen sollte, dass man da in einem inneren Ort ist. Und faszinierenderweise, dieser innere Ort, das ist so das Einzige, was mir da geblieben ist. Ich kann euch den genau erklären. Ich bin dann immer im Innern an so einer Waldlichtung und rechts fließt ein Bachlauf und links hinterm Wald fängt das Meer an. Also das ist witzigerweise ein Ort, der hat sich über die Jahre hinweg eben nicht verändert. Ein innerer gedanklicher Ort. Aber alles, was da draußen ist, ist gerade unfassbar schnellen Veränderungen unterworfen. Sei es die Technik, mit der ich mich hier heute wahnsinnig rumgeplagt habe, was irgendwie alles vorne und hinten nicht klappte. Sei es das Geldsystem, sei es das Gesundheitssystem, sei es die Politik. Das ist alles ja wirklich nicht sicher. Und ich glaube, das wird gerade jetzt da draußen so klar und den Menschen auch so klar. Und naja, je unsicherer die äußere Welt wird, umso wichtiger werden halt eben wirklich die inneren Welten und die spirituellen Ansätze. Und ich glaube, dass sich das auch hier in dem Wochenorakel widerspiegeln wird. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe mal davon aus. Denn wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, und ich bin ja auch Teil des Kollektivs und ihr wiederum seid Teil meiner Community, meines Kollektivs, gucken wir mal, was heute für Karten fallen. So, ich bin gespannt. Das ist ja immer jetzt hier so eine etwas längere Legung. Ich ziehe im Moment jeden Tag so einen kleinen Wochenimpuls und das macht auch total Spaß. Das geht total schnell. Also da könnt ihr mir ja auch immer mal bei den Shorts folgen. Also ich bin hier bei YouTube auch bei den Shorts und einmal die Woche gibt es hier für euch ein etwas größeres Orakel. Entschuldigung, ich bin wie gesagt erkältet. Ein etwas größeres Orakel. Ja, und das ist das Thema, worum es geht. Ach, da seht ihr eine gefesselte Frau, da geht es eben gerade mal nicht vor und nicht zurück und man sieht den Weg einfach nicht klar. Die kann den Weg gar nicht sehen. Und die ist hier aus ihrer sicheren Burg rausgeflogen. Das ist im Prinzip das, was für sie sicher war, die Burg, und da ist sie quasi rausgeflogen. Und genau das ist auch so dieses Gefühl, was ich im Moment habe. Alles das, was noch vor 2 Jahren, vor einem Jahr für uns so sicher war, wo wir uns darauf verlassen konnten, das bricht jetzt gerade in sich zusammen. Und das ist eben genau das, was sie tun muss. Sie sieht den Weg nicht. Sie kann gar nichts anderes machen als fühlen, spüren und nach innen schauen. Was anderes geht nicht. Ihr sind die Hände gebunden. Sie kommt gerade hier auch überhaupt nicht vorwärts. Es ist auch keine Zeit der Handlungen. Man kann auch gerade nicht wirklich handeln. Oh, das habe ich heute total gemerkt. Irgendwie klappte nämlich gar nichts, weil die Technik auch noch versagte. Aber das ist insgesamt dann auch im Moment eine Situation, in der wir nicht wirklich handeln sollten und können. Aber was sie machen kann, die kann Schritt für Schritt sich vortasten. Das heißt, jetzt ist wirklich so eine Zeit, wo wir Schritt für Schritt gehen sollten, uns vortasten, gucken, finden wir da jetzt hier festen Fuß, dann den nächsten Schritt gehen. Finden wir da festen Fuß, dann den nächsten Schritt gehen. Und immer in Reflexion mit der Innenwelt. Fühlen, spüren. Ist dieser Schritt jetzt richtig? Ja, dann mache ich ihn. Ist er nicht richtig? Nein, dann lasse ich ihn. Also wirklich Schritt für Schritt für Schritt vorangehen, ist da gerade die Idee zu. Und was auch ganz wichtig ist, was dazugehört, das ist hier das Kreuz, das ist die Dankbarkeit. Denn das ist jetzt hier das Erntedankfest, was die feiern. Und da wirklich die Dankbarkeit als Kraft nehmen. Ich bin so froh und dankbar, dass ich meine inneren Welten habe. Ich bin so froh und dankbar, dass ich meiner inneren Führung vertrauen kann. Also das ist zum Beispiel etwas, diese inneren Welten. Da unterhalte ich mich dann ja auch immer. Also wie gesagt, das ist so eine. Eben so eine Meditation mal gewesen, wo man so ein inneres Heiligtum visualisieren sollte. Und das innere Heiligtum, das kriege ich ganz klar vor Augen und ich rede da auch quasi mit meinen inneren Geistführern, mit meinen
Ja, mit meiner inneren Stimme, wobei ich das nicht als Channeling betrachten würde. Etwas zu channeln ist für mich, dass ich das Gefühl habe, ich hole von außen was rein. Und Paul Ferrini hat das sehr schön beschrieben. Der hat die Bücher geschrieben, die Christusbotschaften. Er sagt, diese Botschaften sind nicht geschannelt, denn da versteht man dann so etwas Externes, was durch mich hindurchfließt. Er hat es aber so schön beschrieben, dass das Christusbewusstsein in jedem von uns steckt, dass es also ein Teil meiner selbst ist. Und so empfinde ich das auch. Und da verbinde ich mich da mit dem Christusbewusstsein und spreche mit Christus, mit Buddha, mit Schamanen, also was da gerade so anliegt und in die Zeit gehört. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin dafür unendlich dankbar, weil das etwas ist, dass ich früh an die Spiritualität herangeführt wurde, dass ich früh an diese inneren Kraftquellen herangeführt wurde, denn das stärkt und stützt mich jetzt gerade in solchen Umbruchzeiten eben enorm. Bin sehr dankbar, dass ich das auch kann. Da kann ich auch meiner Mama dankbar für sein, weil die hat früh angefangen, mich an spirituelle Themen auch heranzuführen. Und ja, da bin ich dankbar für, sehr dankbar. Was in der Vergangenheit ist, das ist jetzt hier, also wie gesagt, das ist ja jetzt nicht meine Legung, sondern ich weiß, dass natürlich die Karten mein Gefühl widerspiegeln, da ihr aber zu meiner Community gehört und dieses Video gefunden habt. Prüft einfach, guckt einfach, was mit euch in Resonanz geht und was nicht. Das ist jetzt hier die Vergangenheit. Daher rührt es. Und das ist natürlich die Innenschau auch nochmal. Hier ist alles im Zwielicht. Hier kann man nichts klar sehen. Also Sonne, Mond, der Mond macht ein Zwielicht. Man sieht die Dinge nicht klar. Und man hat beide Anteile hier. Man hat einmal den gezähmten Hund in sich und einmal den wilden Wolf in sich. Und in so einem Zwielicht ist eben die Frage, kann ich mir da meine Schattenanteile angucken? Und daher führt das Ganze, weil das ist die Vergangenheit im Keltischen Kreuz, also das ist das Thema, das kommt hinzu und das ist ja jetzt wirklich hier eine Legung für die nächste Woche. Das war zuvor, das war dann quasi in der letzten Woche. Und da waren dann halt eben zwielichtige Themen, die wir uns angeguckt haben, die irgendwie hochgekommen sind. Vielleicht hast du verwirrende Träume gehabt und so. Das spielt da alles mit rein. Das sind also so Schattenthemen, die irgendwie hochgespült wurden und die jetzt dahin geführt haben, dass wir uns neu ausrichten müssen, alte Sicherheiten nicht mehr greifen, aber Dankbarkeit ein wichtiger Faktor ist. Und dann führt das hierhin, dass es dann so zu einem erlösenden Befreiungsschlag im Laufe der nächsten Woche kommen darf, in der sich diese Knoten dann auch endlich lösen, in der wir dann auch wieder unsere Ermächtigung in die Hand nehmen. Also hier siehst du ein Schwert, was eine Krone aufspießt. Und das sind dann wieder Chancen, diesen gordischen Knoten der Verstrickungen aufzulösen und wieder Klarheit hineinzubringen in ein anfänglich in der Woche noch unklares Bild. Also da kommt dann wieder Klarheit rein im Laufe der Woche. Was jetzt aber so von oben nach unten kommt, das finde ich sehr schön, weil das sind zwei Karten der großen Arkana. Im Oben ist dann auch wirklich die bewusste Verabschiedung irgendetwas, was Alten, was uns gerade überhaupt nicht mehr dienlich ist. Wir können darüber zetern, wir können schimpfen. Ich habe heute ordentlich über die Technik geschimpft, weil es einfach auch darum ging, weil die Technik sich ja auch so schnell verändert. Hat man sich dann an ein Programm gewöhnt, dann muss man sich ans nächste gewöhnen. Und das sind auch eben genau solche Dinge. Da geht es wirklich darum, sich von etwas zu verabschieden, ganz bewusst auch, und auch davon zu verabschieden, dass diese Ruhe, ja, also dass eben da draußen alles in der Veränderung ist und uns da von dieser Gleichmütigkeit so ein bisschen, Gleichmütigkeit will ich nicht sagen, weil mir fällt jetzt gerade das richtige Wort nicht ein. Es geht einfach darum zu schauen. Was möchte zu Grabe getragen werden? Was von meinem Ich-Konstrukt möchte ganz bewusst zu Grabe getragen werden? Denn wenn ich dagegen ankämpfe, dann werde ich niedergestreckt. Also welche Anteile möchten in der nächsten Woche ganz bewusst verabschiedet werden? Das sind so Ideen von, ja, es geht eben nicht dauerhaft geradlinig weiter. Ja, das Leben ist manchmal ein bisschen rauf und runter. Und uns da von dieser Geradlinigkeit zu verabschieden und auch bewusst zu sagen, ich schwinge mich in den Rhythmus des Lebens ein, das steckt hier so ein bisschen mit drin. Im Unbewussten haben wir hier die Hohe Priesterin. Und bei der Hohen Priesterin, da geht es eben genau um das, was eigentlich ins Bewusstsein will. Etwas Altes muss sterben, das ist so ein bisschen wie so eine Phönixenergie. Etwas Altes muss sterben, muss brennen, muss zu Grabe getragen werden, damit etwas Neues entstehen kann. Und das ist jetzt hier wirklich auch so diese Hohe Priesterinnenenergie. Und die ist eben sehr, sehr spirituell. Und ich glaube, dass wir jetzt in der Zukunft in wirklich spirituelle Zeit hineinschlittern. Dass das gar nicht mehr anders geht. Gerade weil sich
das äußere Konstrukt da gerade auflöst und weil viele Menschen genau das erkennen. Da ist nichts mehr, was uns hält, da ist nichts mehr, was konstant ist, da ist nichts mehr, was dauerhaft so bleibt, da ist alles Veränderungen unterworfen. Egal ob unsere Ansichten über Krankheit und Gesundheit, ob unsere Ansichten über Politik, über Geld, über was auch immer da ist, auch Beziehungen. Das ist alles gerade einem riesen Wandlungsprozess unterworfen. Und umso wichtiger werden gerade diese inneren spirituellen Anteile. Und die Hohepriesterin steht dafür. Die hat hier oben die Isis-Krone. Die hat hier so diesen geheimen Plan des Lebens, die Tora. Da ist so alles mit drauf. Das christliche Symbol. Und hier hat sie dann noch islamische Symbole, die altägyptische Mythologie. Also die zeigt uns wirklich an, dass es jetzt in der nächsten Zeit darum geht, unsere Spiritualität zur vollen Reife zu bringen. Und auch da nochmal an dich. Ich habe ja die Akademie Alchemiker. Ich würde mich total freuen, wenn du Bock hättest, auch da dran teilzuhaben. Also ich glaube, dass es diese spirituellen Lebenslehrer jetzt wieder viel mehr geben muss. Und da bilde ich ja auch drin aus, also im Tarot, in Numerologie, in Chakrenarbeit, aber auch im ganzheitlichen Life-Coaching. Also komm da wirklich gerne mal vorbei, treff dich mit uns in der Community, weil da überlegen wir eben genau, wie wir Menschen da draußen helfen können, die gerade in einer totalen Unsicherheit auch sind. Das ist so Teil der Community und auch Teilaufgabe der Community. Ja, spannendes Bild. So viel jetzt hier zu dieser Woche, so ein bisschen in Kürze. Also wie gesagt, es gibt im Moment täglich einen kleinen Tagesimpuls von mir, wenn dich das interessiert, so einen kleinen Shorty. Und ich habe auch noch mal so ein paar ganz süße Videos, hatte ich voll Bock drauf, abgedreht. Die sind auch immer nur eine Minute lang und da geht es immer auch um spirituelle Sichtweisen. Schau also da auch mal nach meinen Shorties, die ich hier einstelle. Nee, wie heißt es? Shorts, ne? Shorties. Shorties sind, glaube ich, Unterhosen. Nein, Shorts, du weißt, was ich meine. Also schaut da bitte mal nach den Shorts. Und dann sehen wir uns nächste Woche spätestens hier wieder zum Wochenorakel. Bis dahin, ciao.